Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part des grandiosesten Spiels, das ich gerade kenne. Oh yeah. Also du kennst noch ein anderes Spiel, das auch grandios ist. Xenoblade Chronicles 2, aber das spiel ich noch nicht. Also, was? Mir wurde gerade ein Kelly drin geklaut und was tue ich, bevor ich mir ein nächstes nehme, erstmal eine Katze dafür schlagen. Wir sind hier auf der Jagd nach einem Rathalos. Ja, und hoffentlich erlegen wir diesen Rathalos. Und ich vergesse nicht immer fleißig einen verkohlten Panzer zu sammeln. Weil die sind ja wichtig für das Labor. Warum das? Wofür braucht man die denn? Damit man sie dann verbessern kann. Zum Beispiel auch eine größere Objekttruhe. Oder dass mal Objekte während der Quest erscheinen können. Ja. Per Raketenlieferung. Wir sind da ein Quest ja schon wahr. Ob das im Multiplayer funktioniert, kann ich leider nicht sagen. Habe ich noch nicht ausgetestet. Vergesse ich es mal gerade. Wieder schreit er nicht. Seit ich will die Ohrenstifte habe, plus will ich kein Monster mehr schreien. Das ist einfach nur grausam. Unfair. Was denn? Ich glaube nicht, ich habe die gleich wieder alle vergessen, oder? Keine Ahnung. Ich müsste irgendwie meine Objektsets mal wieder ein bisschen überarbeiten. Und schon wieder schreit es nicht. Ja, jetzt schreit es, wo es eigentlich kaum jemand interessiert. Also im Moment läuft es für mich sehr gut.
Möglichkeiten. Okay, ist dahin geflogen. Eigentlich bin ich jetzt mit dem momentanen Fortschritt bei uns wirklich zufrieden. Wenn ich mir gerade nachdenke, wie es früher ja war, da kann ich mir kaum vorstellen, dass ich jetzt mit einer Insektenglaive arbeite und auch mit Schild und Schwert auch so gut umgehen kann und auch das Ganze, was wir erreicht haben wegen Rüstung und so alles. Aber trotzdem, wir haben schon ganz gut was geschafft, aber ich bin immer noch nicht zufrieden. Ich habe den Hammer jetzt soweit, wir sind fertig soweit. Ist aber auch noch nicht die Finale. Wir sind halt schon glücklich damit. Ich bin schon ganz zufrieden damit erstmal. Aber die Doppelklinge muss ich definitiv noch machen. Ja. Also es gibt noch einiges. Und wegen den Bögen, da kann ich dir auch vielleicht noch ein paar Tipps geben. Aber auf jeden Fall, ich muss noch eine Rüstung mir bauen für mein Schild und Schwert und Doppelklingen. Ja, bei mir ist es halt nur mit dem Bogen. Ich verstehe den ja. Boah. Jetzt ist halt aber so. Er ist recht so kompliziert zu spielen. Also, muss ich mal einfinden. Wegen den verschiedenen Bögen, welche. Die Nebenquelle ist da. Wollte ich vielleicht dir vielleicht ein paar Tipps geben. Brauchst muss ja auch nicht. Ja, alles gut. Ich nehme alles an Tipps gern und gucken, aber es dauert noch ein bisschen, bis ich das fertig habe. Ja. Ich will das auch die Doppelklinge fertig haben. Den Hammer fertig haben. Das ist nicht mehr geworden. Ich hab doch ein paar Blitzbomben mit. Na toll, ich brenne und sitze auf dem drauf. Der hat ein Stück Schwanz verloren. Ja. Ich glaube, der das gefällt dem nicht. Aua. Nicht ohne. Wir werden abhauen, gut. Den Rathalos Rubin. I got the Peitsche.
Will jetzt hier auspeitschen? Ja. Und wen? Kleine fette Kinder. Warum immer das? Das ist nicht nett. Du bist nicht Homer Simpson. Mist. Los, mein Käfer, greif seinen Kopf an. Brav gemacht, Käfer. Und er hat mich gekillt. Warum kann ich nicht über diesen Sabbersee springen? Oh. Über den Sabbersee? Lavasee! Ich hab's aber so verstanden. Nein, ich hab nicht gesagt, warum kann ich nicht über den Sabbersee springen? Das wäre ein bisschen extrem merkwürdig. Warum soll ich sowas sagen? Weiß ich nicht. Meine Freundin macht manchmal solche Sabberseen. Das ist nicht witzig. Was wollen wir mit dem anstellen? Wir wollen ihn fangen. Okay. Ich leg die Falle. Musst du nur die Bomben übernehmen, die Beruhigungsbomben. Ja, hat ja auch schon getan, wie es scheint. Da sind noch paar verkohlte Panzer. Verkokelter Panzer steht da eigentlich auch, egal. Bin ich schon so langweilig, dass du schon gähnen musst? Ja, irgendwie schon. Ey! Das ist nicht freundlich. Nicht? Nee. Okay. Was hast du gesagt, du brauchst Privileg? Ein paar? Hast du gesagt, wegen deiner Rüstung? Ja, ich glaube schon, ja. Die kriegst du ja nur bei der Mauzerin. Das ist die, die dir ja die Hornmünzen eintauscht. Was ich weiß. Und die gibt mir Privilege? Die gibt, das ist die einzige, die Privilege eintauscht, was ich weiß. Sonst habe ich die noch nirgendwo gesehen. Vielleicht ist das ein.
die Dame, die da gerade hier rumsteht, bei mir oder auf dem Fass, der sitzt eigentlich derzeit, wo man auch die Musik tauschen kann, umändern kann. Privilegie, ja. Die gibt ja auch die Travernscheine, makelloses Erz. Den hab ich nicht. Den hab ich nicht. Machen wir jetzt. Wollen wir einen Diablos machen oder hast du irgendwie Vorlieben? Alle Monster, die ich irgendwie für eine Waffe vielleicht bräuchte, also eigentlich fast jedes, eigentlich hab grad keine Vorliebe. Wir machen mal den Diablos. Okay, Diablos, wegen was war er nochmal ein Nachteil? Pflanze? Witzig, Mann. Du bist so witzig. Scheiße. Was war nicht ernst gemeint? Oha. Wie funktioniert es denn mit dem Aussehen ändern? Muss ich die andere Rüstung dafür auch erfarmt haben? Ja. Ja, ich habe keinerlei Ahnung. Ich habe das noch nie gemacht. Sonst würde ich ja nicht aussehen wie, keine Ahnung was, mit meiner Plesiot-Rüstung. Alpha Pixel. Jo. Ja, meine Link-Rüstung sieht ja zwar gut aus, aber mit 571 ist, glaube ich, nicht mal die beste. Nee, wenn wir nicht schon 900 haben können. Nein. Weil ich kann sich dein Schiffel langfristig schon. Dein Gähnen ist manchmal anstrengend. Dann muss ich nur überlegen, welche Sachen ich nehme. Ich habe mir ja schon mal per Internetseite mal rausgeguckt, welche Effekte mich interessieren würden. Muss ich dann nochmal aufkämmen, bis ich mit damit beschäftigen. Ja. Junge Anführer der Siedlungen. Siedler. Wow. Was denn? Junger Anführer der Siedler. Krass. Was denn? Der Chef des Ariodisio. Ein Ario. Noch wer? Dieses Videolabor nochmal. Auritorium. Ist ja auch ein Junge. Oder ist es dir noch nie aufgefallen? Dass der Chef, der Kopf. Ein Joke. Ein fucking Joke. Wieso das denn? Was hab ich dieser falsch gemacht? Ich habe nur einen Joke gemacht und du hast den Joke verstanden. Die Jokes gehen ja immer gegen mich. Zu nach kurz. Nicht freundlich. Hast du auch getan?
Ihr könnt ja auch mal manchmal über mir sprechen. Aber wie scheint, stimmt das ja, was ich sage. Ja. Schaut mal. Au. Auchi, dauchi, dauchi, auchi, dauchi, dauchi, dauchi. Kann es sein, dass der ein bisschen wütend ist? Ist er nicht immer wütend? Warum mich, denn? Mich überrascht es jedes Mal, dass er ein Pflanzenfresser ist. Ja, da gibt so viele Kaktusse, er könnte so viele Kaktusse essen. Trotzdem, ich bin immer überrascht, dass er kein Fleischfresser ist. Ja, irgendwie finde ich das auch cool. Dass so ein großes Monster ein Pflanzenfresser ist und kein Fleischfresser. Ja. Muss ja nicht immer dasselbe sein. Kannst du mir aber eben auch irgendwie richtig gut vorstellen. Das Problem ist, alle Pflanzenfresser reagieren ja nicht auf die manipulierten Fleischsorten. Das heißt, der wird niemals auf vergiftetes Fleisch reinfallen. Tja. Auf jeden Fall... Dann musst du Giftkraut einnutzen. Auf jeden Fall ist das Monster, das am meisten auf diese manipulierten Fleischsorten reinfällt, der Dämonio. Habe ich das Gefühl. Weil der hat ja erstens immer Hunger. Zweitens fällt... ist immer ein Fleischfresser, also ich hasse das Vieh. Warum habe ich ihn nochmal ausgesucht, von genau diesem Vieh ein Rüstungsteil zu haben? Warum macht da das ABC? Bei G war geil. A, B, C, D, E, F, Gei, H, E, J, K, L. Interessante Sache. Man muss nicht wirklich alle Leute verstehen. Okay, die haben ja was ganz schön auseinander genommen. Gut so. Deswegen würde ich auch die nur die mit dem Gings umgehen lernen, mit den Energieklingen. Die sind so stark. Weil ich euch nur weiß, brauche ich gerade von ihm nur das Virusmaterial. Und ich bin wieder tot, yay. Muss ich immer besiegen lassen. Ja. Das ist vonnöten. Ja. Ich freue mich schon auf die Katzenquest, wo ja würde ich mal einen Mäusemarathon machen müssen. Ja. Endlich mal zu sehen, ob es überhaupt möglich ist, einen Monstermarathon mit Katzen zu machen. Nur mit Katzen. Weil da werde ich auf jeden Fall meine Heilungskatze nehmen. Mhm. Weil das Rest wäre einfach nur blödsinnig. Ein Brot, dafür will ich einen Heiler. Dann wäre ein Support auch noch sehr praktisch. Einer, der sich mit Fallen und Bomben auskennen würde. Out.
fucking careful, man. Ich bin immer aufhören, mich immer jetzt anzugreifen, die kommen vom Haie nicht mehr weg. Der ist der brutalste Flammenfresser, den ich gerade kenne. Jetzt gibt es noch einen anderen Flammenfresser aus dem Spiel. No. Ja, durch das einzige große Monster, das Flammenfresser ist. Läuft bei mir, es läuft wieder. War gerade beim Heilen. Ich konnte mich nicht bewegen und ich hasse dieses Vieh. Jetzt quitten sie. Die quitten. Ich glaube, sie quitten die gehen aus der Lobby raus wegen deinem Gesang. Ach, die hören mich an mich. Ich will es trotzdem tun. Wie lange geht der Part schon? 27 Minuten. Okay. Also, eigentlich eine gute Länge. Euch noch einen schönen Tag und ciao.